Das sind sie, die Pollex Tall und die Pollex Mini. Absoluter Klassiker im Handmühlensegment. Sie wurden oft kopiert, doch das Original ist unverkennbar. Ob sie für 65 Euro auch halten, was sie versprechen, das finden wir in diesem Video heraus. Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Pollex stellt seit den 70er Jahren in Japan bereits Keramikprodukte her. Die Mühlen gibt es sowohl in Pollex Mini als auch in Pollex Tall. Sie unterscheiden sich lediglich darin, dass das Fassungsvermögen hier größer ist als bei der kleinen. Pollex wirbt mit einem zeitlosen Design. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich würde sagen, dass sie jetzt nicht sonderlich schlecht aussehen. Echte Hingucker sind sie jetzt aber auch nicht. Das Mahlwerk der Pollex Tall und der Pollex Mini sind aus Keramik gefertigt. Keramik ist nämlich ein sehr langlebiges und widerstandsfähiges Material. Das Fassungsvermögen bei der Pollex Mini liegt bei 20 Gramm, bei der Pollex Tall bei 30 Gramm. Beide sind aus Edelstahl gefertigt und sind relativ einfach zu bedienen. Man hat hier einmal den Griff und die Handkurbel, die man einmal oben aufsetzt. Dann gibt es einmal einen Deckel und den Auffangbehälter. Außerdem findet man unten das Keramikwerk, was man mittels dieses Klickrads einstellen kann. Die Pollex Mini hat außerdem diesen Griffhalter aus Silikon, der den Grip stabilisiert, aber auch als Griffhalter dient. Ich finde den Griffhalter eher unnütz, denn jedes Mal, wenn man den Griffhalter verwendet und den Griff hier einmal einschiebt, zerkratzt die Pollex Mini ziemlich stark. Ich würde also eigentlich diesen Griffhalter eher aus griptechnischen Gründen verwenden und nicht unbedingt, um den Griff zu halten. Die Pollex Tall liegt ganz gut in der Hand, dennoch könnte sie etwas rutschig werden, wenn du schwitzige Hände zum Beispiel hast. Die Pollex Mini ist relativ klein und durch den Silikongriff etwas leichter zu bedienen. Die Kurbel ist zwar leichtgängig, dennoch sitzt der Griff irgendwie etwas locker auf der Pollex. Um den Mahlgrad einzustellen, nimmt man einmal hier den Auffangbehälter ab und dreht einen weißen Rad. Je weiter man gegen den Uhrzeigersinn dreht, desto gröber wird der Mahlgrad. Beide Mühlen verfügen über 20 Klicks. Das heißt, dass wenn man einmal hier die Pollex zudreht, kann man hier dann einfach die Klicks zählen, wie bei allen anderen Handmühlen auch. Jeder Mahlgrad erhöht die Größe des Mahlgrades um 80 Mikrometer. Sagt jetzt wahrscheinlich dir gar nichts, aber das ist ein relativ großer Sprung. Wenn du immer weiter gegen den Uhrzeigersinn drehst, kommt das Mahlwerk irgendwann heraus. Das ist auch nötig, um das Mahlwerk zu reinigen. Grundsätzlich empfehlen wir eher nicht weiter als 18 Klicks zu gehen, denn dann ist der Mahlgrad schon wirklich sehr grob, beispielsweise für die French Press. Außerdem ist mir auch schon aufgefallen, dass das Mahlwerk nicht zu 100% gerade ist. Man sieht zum Beispiel auf der linken Seite etwas mehr Spielraum als auf der rechten Seite. Das ist wirklich eine ganz kleine, feine Sache, die man kaum sieht, aber dann im Mahlergebnis doch spürbar sein wird. Und dazu kommen wir jetzt. Wir bereiten nun einmal Espresso mit einem feinen Mahlgrad von 3 Klicks zu, einmal einen Kaffee mit der AeroPress mit einem mittleren Mahlgrad von 8 Klicks zu und dann noch einmal einen Kaffee mit der French Press mit 14 Klicks. Und wie gesagt, die Pollex leidet darunter auch, dass sie nicht so gut in der Hand liegt. Das Mahlen ist etwas schwergängig und holperig und nicht ganz so smooth wie bei höherpreisigen Handmühlen. Dafür geht es aber relativ schnell und wie du hier siehst, ist das Mahlgut auch recht homogen. Die Mahlqualität überrascht uns echt für den Preis und ist verglichen mit der Leistung von anderen Handmühlen wie der Commandante und Onesie Espresso ziemlich ähnlich. Ob das auch bei der AeroPress und bei der French Press so gut funktioniert? Die Ergebnisse sind durchweg gut. Es ist schwierig auf dem Video das hier perfekt zu erkennen, aber je gröber der Mahlgrad ist, desto weniger homogen wird auch das Mahlgut. Sowohl für die AeroPress als auch für die French Press ist es aber dennoch akzeptabel, vor allem für den Preis der Handmühle. Wer also kein kleines Vermögen für die Handmühle ausgeben will und die Pollex auch optisch ansprechend findet, kann hier nicht viel falsch machen.
Trotz der enttäuschenden verarbeitenden Kurbel hält die Mühle einiges aus. Die Keramikscheiben sind robust und leicht zu entfernen und du kannst alle Bestandteile der Mühle sehr gut und einfach sauber machen. Die Mühlen rosten und korrodieren nicht und auch die Porlex Mini kann man super auf Reisen mitnehmen. Wir empfehlen die Porlex auf jeden Fall für Einsteiger. Wenn du schon etwas fortgeschrittener bist, dann würden wir eher empfehlen, etwas mehr Geld auszugeben und zum Beispiel die JX Pro oder eine Kommandante dir anzuschaffen. Beide sind sowohl für Espresso als auch für Filter geeignet und mahlen etwas besser als die Porlex und sind auch noch deutlich besser verarbeitet. Einen ausführlichen Testbericht findest du hier oben in der rechten Ecke. Außerdem findest du mehr Testberichte auf unserem Blog. Ich verlinke ihn dir gerne in der Infobox. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal für weitere Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Keiner gesehen.